Was als Drechselei von Gebrauchsgegenständen im Nebenberuf begann, entwickelte sich für viele bald zu einer neuen gewerblichen Tätigkeit. Als Spielzeugmacher und Drechsler konnte man oft einen ausreichenden Verdienst und ein stabiles Einkommen für die ganze Familie erarbeiten. Bei der Spielzeugmacherei mussten die Väter und heranwachsenden Söhne nicht mehr außer Haus arbeiten gehen und sich den Gefahren des Bergbaus aussetzen. Produziert wurde zumeist in der großen Wohn- und Arbeitsstube, wo die ganze Familie zusammen war. Großvater und Großmutter, Tante, Mutter und Vater, Söhne und Töchter, große und kleine, sie alle hatten ihre Aufgabe und trugen zum Lebensunterhalt bei.